Ich habe mir die App A Whole World Band angeguckt. Außerdem reden wir darüber, warum Sex Sells nur die eine Hälfte der Formel ist. Das und mehr jetzt. Herzlich willkommen zum 135. Soundvlog. Ja, ich habe gerade schon geübt, muss ich euch zugeben. Und alles ist mir abgestürzt hier. Mir ist alles abgestürzt. Warum war das so? Ich bin aus meiner Steuer-App rausgegangen, um euch A Whole New World zu zeigen. Nicht A Whole New World, das ist dieser Aladdin-Song, ne? A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or am I only dreaming? Nein, A Whole World Band heißt diese App. Über die werde ich gleich ein bisschen reden. Ich werde euch nichts zeigen, damit mir nicht wieder hier alles abstürzt. Was es mit diesem Balken auf sich hat, könnt ihr vielleicht noch herausfinden. Der ist hier, ne, auf der Seite. Das ist eine neue Errungenschaft, ein neues kleines Experiment. Nachdem die Annotations so gut ankamen bei euch und ich finde die auch toll, danke nochmal für diese Idee, für den Hinweis, dass es euch einfach sehr, sehr viel hilft und dass auch von eurer Seite aus überhaupt nichts gegen diese Annotations spricht. Ich bin da sehr, sehr froh drüber und kann jetzt auch mich viel mehr aufs Üben an sich konzentrieren. Wie gesagt, ihr könnt einfach überspringen. Wir machen mal hier so einen kleinen Test und dann machen wir mal eine kleine Übesession von nicht A Whole World Band, sondern It's a Wild World von Cat Stevens. Okay. Wir starten nochmal jetzt. Oh, baby, baby, it's a wild world. Ja, ihr seht, ich kann es schon. Ja, das habe ich gerade 20 Minuten lang geübt, deswegen kriege ich das schon hin. Ah, ist das nervig. Ich hätte euch das gerne gezeigt. Aber das muss sich alles hier so ein bisschen eingrooven und so ein bisschen... Ja, das muss ich so ein bisschen einfinden. Ist an sich nicht schlimm, weil dadurch ist es immer wieder aufregend, immer wieder was Neues. Und das wird sich auch stabilisieren mit der Zeit, ne? Baby, baby, it's a wild world. Wir sind schon fast im Originaltempo. Also, wir sind hier im Tempo 90, sagen wir mal. Ach so, nee, das ist irgendwie ganz falsch. Ich habe gerade mit Achtelklick geübt. Baby, baby, it's a wild world. Das ist viel zu schnell. Genau, ich muss ja 16 in meinem Lauf spielen. Machen wir mal 70. Das kommt eher hin. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Baby, it's a wild world. Nochmal. Na, so gut klappt's immer noch nicht. Ich find's nicht schlecht. Das Schöne ist, ich kann jetzt einfach spielen und muss irgendwie keine Angst haben, dass es euch langweilt, weil ihr könnt jederzeit überspringen, ne? Okay, wir üben einmal nur noch mal diesen Lauf. Besser. Fast gut. Noch besser. Also das Abdämpfen der Saiten gehört irgendwie auch dazu, ne? Halbes Tempo. Ja,
in die Kamera gucken. Ja. Triolen. Und die Saiten sollen nicht so mitklingen. Ja. Sechzehntel. Ach Mann, schon wieder eine Kalendererinnerung. Ich habe echt total Angst jetzt gerade um diese App hier, dass sie schön weiterläuft. Ja, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Abdämpfungen mache, aber sie funktionieren jetzt besser. Jetzt bin ich so aufgeregt, weil ich jetzt die Überspringungsmarke weggemacht habe. Baby, it's a wild world. Oh, baby, baby, it's a wild world. Ja. Kann man mit leben. Finde ich nicht schlecht. Okay. Gucken wir einmal in die Strophe. Da hatten wir einmal. Okay, das üben wir auch mal. Und dann, also, no, 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 no.
Sowas kann ich überhaupt nicht, ne? Okay, wir machen einmal, ich zeige euch einmal nochmal diesen ersten Teil. Das ist für mich okay. So, jetzt geht's aber in diesen zweiten Teil. Also sie ist... Das muss geübt werden. Das ist halt schwierig, irgendwie den Widerstand der Saiten einzuschätzen, damit ich richtig rhythmisieren kann. Nicht, dass es irgendwie so unregelmäßig kommt. Aber man will ja eigentlich auch so eine langsame Bewegung. Man will ja nicht eigentlich zupf, 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 zupf machen oder pick, 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 pick. Aber das ist die präziseste Art natürlich. Also schnell bin ich auch gar nicht. Und ich treffe nicht. Okay, machen wir auch mal mit Klick und ein bisschen langsamer. Ich muss die Übung noch mir so ein bisschen ausdenken. Die nehmen wir mal davor. Und das C machen wir auch noch. Nochmal. Greifhand ist falsch. Nochmal. Yes. Machen wir einen Tick schneller, weil das ist wirklich super langsam. Ja, das ist jetzt wieder viel zu schnell. Tempo 70. Das dürfte ungefähr original sein, oder? Thank you.
Ja, okay. Ich glaube, das lassen wir langsam mal gelten. Ich merke so, mein kleiner Finger, der will sich hier irgendwo noch hinlegen, aber hier fehlt halt der Korpus. Das ist schon irgendwie ein bisschen unhandlich. Und ehrlich gesagt, so langsam meine Schulter wird so ein bisschen strapaziert im Moment. Das ist doch nicht die handlichste Gitarre hier, die ich mir hier ausgesucht habe. Okay, also wir sind bei 70% und ich finde, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich einmal jetzt zu prüfen. Wir fangen mal wirklich mit der Strophe an. Gar nicht mal so schlecht. Auch nicht schlecht. Das war nicht so gut, aber da haben wir gleich noch einen Versuch. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Yeah. Okay, dann haben wir eigentlich nur noch ein Element, und zwar ist das dieser Turnaround, der wieder in die Strophe zurückgeht. Und da schaue ich mir mal das Tutorial an, was da noch irgendwie für nette Voicings und für nette Pickings vonnöten sind. YouTube, Wild World, Guitar Lesson. So, da haben wir Justin Guitar, aber den habe ich eigentlich, ich hatte eigentlich einen anderen Typen. Lassen wir nochmal Mr. Big vielleicht suchen. Das könnte es sein. Ja. Das ist er, der Typ. Wieso höre ich denn nichts? Summer. Now this song was covered by Maxi Priest, Jimmy Cliff, Mr. Big, Minor. Now we go to a little D4. So. To the D3, D2. Gucken wir, wo wir sind. To the open D. Das haben wir alles schon gehabt. Two last little linking chords. Linking chords, das ist der Turnaround. Genau, die will ich noch wissen. Like a D2. Also, was spielt er da? Ich sehe das gar nicht. Also ich bin jetzt gerade an der Stelle, aber ich muss jetzt erstmal gucken, was er hier spielt. Last little linking chords. Da, da. Spielt er das so? Na? So klingt das, ne? Ist jetzt rein nach Gehör, aber ich glaube, so könnte es richtig sein. Und der erste war wie? Schon wieder vergessen. Ah,
Aha, der Ringfinger bleibt. Das üben wir auch mal. Ich gucke es mir noch einmal an. Chords. Ja, war, glaube ich, richtig. Kind of like a D2 there. It's just, imagine you're playing a straight D major chord. Lift that off to the open E string. This E2. You want an open E string at the top there. And I'm holding it with my second finger and my little finger, so I can go to the next chord easier. Yes. Which is an E7 chord. So an E7, ist richtig. The top half of an E7 chord. There's the D2 there, there's the G1. Okay, üben wir einfach mal ein bisschen. Ist eigentlich super easy. Ah, ich bin nur so, ich habe nur nicht so die Orientierung. Also der Mittelfinger muss einmal eine Seite hoch und dann der Zeigefinger muss quasi auf die G-Seite für diesen E7-Akkord. Das ist ein D-Sus oder D2. Da, da. Ihr müsst sowas immer kontrollieren, weil ich bin hier immer so ein bisschen lost. Wirklich, auf diesem Griffbrett habe ich manchmal musikalische Aussetzer, das ist unfassbar. Zum Beispiel im gestrigen Video, habt ihr es gemerkt? Hat es irgendjemand gemerkt? Ich habe da sowas Falsches erzählt. Ich guck mal eben. Ah, eh, na gut. Unterhaltungswert, Bundesliga, Backbeat, funktionieren. Nein, bisher hat es noch keiner gemerkt. Guckt ins gestrige Video, in den 134. Soundvlog. Ein unfassbarer Patzer musiktheoretischer Natur. Ich habe echt überlegt, ob ich das als Annotation nochmal anmerke, dass das falsch ist. Aber ich sage euch jetzt natürlich nicht, was es ist. Morgen löse ich das auf. Übrigens, ne, erinnert mich mal, haben wir gerade über Flow geredet? Ja, ne? Boah, ich bin verwirrt, weil immer wenn der erste Vlog irgendwie nichts geworden ist, dann vergesse ich, über was wir schon geredet haben und über was noch nicht. Haben wir über A Whole World Band schon geredet? Eigentlich auch nicht, ne? Sind wir bei 64%. Sollen wir mal so eine kleine Redepause einführen? Na komm, wir üben das jetzt noch. Haben wir über Whole World Band gerade geredet? Doch schon, ne? Boah. Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Aber das läuft doch schon ganz gut. Ich mache das übrigens so wie bei diesen anderen Arpeggios auch, dass ich drei Downstrokes quasi mache und den letzten dann nach oben. Ist das eine gängige Art? Ja? Okay, also. Und jetzt? Das klappt aber schon nicht schlecht. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Vor allem, ich gucke überhaupt nicht hin.
Das muss reichen für heute. Besser kriege ich das nicht mehr hin. Ich glaube, wir reden noch so ein bisschen kurz über YMCA. Ne? Ich guck mal kurz in die Comments, ob noch irgendwas dazu kam. Also erstmal, Better Producing war natürlich als erster wieder wach heute Morgen. Respekt, dass du immer so früh aufstehst und kommentierst. Wow, für das erste Mal üben spielst du Wild World schon echt gut. Das mit den Annotations finde ich sehr gut. Und falls ich mal weniger Zeit habe, überspringe ich einfach den Gitarrenübeteil und kann mir trotz Zeitmangel Klaus Kauke ansehen. Ja, das ist natürlich Sinn der Sache. Schade, dass es so ein Recht und Gesetz, also so, dass man nach 35 Jahren nochmal mit seinem Verlag verhandeln darf, wie in Amerika. Ja, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, falls ihr das verpasst habt. Dass es das in Europa nicht gibt, wäre für einige Künstler sicher hilfreich. Thaddeus schreibt, hehe, na gut, dass du mehr Unterhaltungswert hast als die Bundesliga, wage ich dann doch zu bezweifeln. Habe ich nie behauptet. Fußball ist in der Hinsicht eine ziemlich unantastbare Sache. Ich habe mich nur in eine Reihe gestellt, ja, und das fahre ich auch nicht, sondern ich habe nur zitiert, ja. Und dann schreibt mir Peter Six, was ist ein Backbeat? Und Peter Six schreibt mir nochmal, hä, wie soll das funktionieren? Bei mir ist nichts anders. Kurz, ich kann nichts überspringen. Das tut mir leid, du hast die Annotations aus. Die musst du ab jetzt immer anschalten, weil das ist super. Sonst, wie albern, wie sieht das aus, wenn ich hier die ganze Zeit drücke und nichts passiert bei dir? Das geht doch nicht. Das kann man nicht machen. Ein Backbeat ist einfach eine Betonung auf 2 und 4. Das ist alles. Ja, und das ist natürlich das lebende Element für Rock- und Popmusik, weil es genau entgegen der Marschmusik oder der traditionsverhafteten Volksmusik oder so geht. Ne? Und dadurch kann man eben ein bisschen rebellieren und sagen, hey, wir betonen auf 2 und 4. Und das ist im Prinzip der treibende Akzent von Rock- und Popmusik. Sollte man also auch auf der Gitarre, auch bei Wild World, durchaus beherzigen, den Backbeat. Ja, okay, ich wollte eigentlich noch ein bisschen über die Schwulenhymne YMCA reden. Das mache ich jetzt mal, denn das Witzige ist ja, ich glaube, wenn überhaupt, ist vielleicht einer oder so von den Village Peoples schwul. Ansonsten, Village People ist der Plural. Nee, ansonsten, ist schon die Frage, warum ist das überhaupt eine Schwulenhymne? Okay, die verkleiden sich so ein bisschen klischee-schwulenmäßig, aber eigentlich sind es auch die Actionfiguren Amerikas, der Indianer, der Polizist, der Cowboy und so weiter. Ne? Das sind einfach so die Figuren, die irgendwie als Helden für Kinder oft angesehen werden. Und inwieweit das beabsichtigt war, dass es sozusagen die Schwulenhymne wird, weiß man nicht so richtig. Die Village People selber weisen das sehr, sehr klar von sich. Aber möglicherweise ist das eben auch alleine der Grund, warum sich das als diese Schwulenhymne so durchsetzen konnte. Denn man konnte dieses Lied allen möglichen unterjubeln, ne, die das einfach nicht so wirklich gemerkt haben oder nicht diesen Verdacht nicht hatten und so. Dadurch wurde das eine unheimlich salonfähige Hymne. Und das ist genauso der springende Punkt. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, Sex sells ist ja immer so ein Schlagwort, wo man denkt, ja, mein Gott, ne, zieh dich halt aus dabei und gut ist. So einfach ist die Sache gar nicht. Denn aus meiner Sicht, die Erkenntnis ist mir irgendwie gestern beim Kartoffelschälen gekommen, dass der Sex, den man verkaufen will, der muss salonfähig sein. Ja, das erleben wir halt auch in der Popmusik andauernd. Zum Beispiel Timba ist jetzt so ein Ding, da wird auf dem CD-Cover so ein Frauenarsch dir gezeigt und du guckst dir den an und denkst, ja, ist ja eine CD, ist ja ein CD-Cover, kann ich mir ja angucken. Ja, wenn jetzt einfach irgendwie, ja, wenn irgendeine nackte Frau irgendwo rumläuft und du bist da mit deiner Freundin da oder so, dann guckst du vielleicht gar nicht so hin, weil du denkst, ah, gehört sich vielleicht nicht so, ne? Sollte man vielleicht nicht so machen oder so. Aber so ein Plattencover darf man sich ja anschauen. Das ist ja okay. I Wanna Take a Ride on Your Disco Stick ist, glaube ich, ein Lady Gaga Song, ne? Andauernd hat man solche unglaublich eindeutigen Anspielungen. Get Lucky. Wir haben im Kinderfernsehen über Get Lucky geredet, über ein Lied, worum es darum geht, ja, ich fühle mich heute so, als könnte ich richtig gut mal wieder, ne, einlochen, sozusagen. Ist so salontauglich, dass man auch mit Kindern das Ganze singt. Noch viel schlimmer ist Nossa. Nossa, 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 I say Chipego. Das haben Generationen von
Schülern, also keine Ahnung, 5., 6. Klasse im Musikunterricht gesungen und getanzt. Und auch dieser Tanz ist nicht gerade uneindeutig, ja. Aber naja, ist ja irgendeine fremde Sprache und so, ja, muss man ja nicht großartig schlimm finden. Auf Deutsch wäre das undenkbar, aber es ist irgendwie salonfähig gemacht und dadurch wird es so erfolgreich. Ne? Das ist so meine Erkenntnis. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ihr findet das auch so plausibel. Und wenn ihr ähnliche Erkenntnisse habt über die Art und Weise, wie unsere Welt funktioniert, schreibt sie gerne unter die Comments. Oder kennt ihr vielleicht mal so ein Buch, wo sowas drinsteht? Mich interessiert sowas nämlich irgendwie schon. Sowas wie Sex Sells, das ist so ein geflügeltes Wort, aber was eigentlich genau für Theorien mal hinter solchen Schlagwörtern stecken, da gibt es bestimmt schlaue Köpfe, die da schon unheimlich viel drüber geschrieben haben, aber ich kenne sowas gar nicht. Ja, liebe Leute, ich werde mich jetzt verabschieden. Wir verabschieden uns mit 53%. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. Ich hoffe, ihr habt herausgefunden, was es mit dieser mysteriösen Zahl auf sich hat. Da bin ich sehr gespannt. Schreibt es auch in die Kommentare. Wir sehen uns morgen zum 136. Soundvlog. Da werde ich auflösen, was ich im 134. Soundvlog für ein Fauxpas mir erlaubt habe. Und möglicherweise spiele ich sogar auch wieder einen neuen Song. Muss ich mal gucken. Ich glaube fast ja. Oder ich gebe euch eine Performance von Wild World mit Gesang. Ich überlege mir das. Oder ihr wünscht euch was. Ich sage tschüss. Macht's gut.